Ansonsten, ich weiß nicht, was wir machen sollen, weil ich meine, wir haben jetzt alles. Automatisieren wäre wahrscheinlich der nächste Schritt. Ich würde die Fläche jetzt einfach mal weiter ausbauen, dass wir da ein bisschen mehr Platz auch für haben zum Automatisieren. Aber an sich wären wir erstmal fertig. Wir haben jetzt mal Strom ohne Ende. Wir sind nicht mehr auf den bekackten Biotreibstoff angewiesen. Ich würde sagen, ich gebe es erstmal hier auf. Konrad steht ja jetzt noch AFK hier. Das heißt, alle Fabriken werden weiter produzieren. Wir sind die Statoren. Oh, stimmt, die produziere ich ja auch noch. Die auch noch. Krass, Alter. Kurze Frage, haben wir vielleicht auf der Seite noch eine Kohlequelle? Ist da überhaupt was? Kann man überhaupt hin? Schwefel? Rohquarz? Da ist nichts. Was ist da vorne, wenn da kein Eisen ist? Und keine Kohle? Und kein Kupfer? Was ist da dann? Wir bauen uns ja langsam in die Richtung mit dieser Riesenfabrik hier. Aber irgendwas muss da doch sein. So, ja, ich habe aktuell 24 Kilobit. Ach so, ja, komm, du siehst, was ich gebaut habe, ne? Dir ist schon bewusst, dass du die Erde nicht genug was. Ja, guck mal nach, wie viel Wasser die haben. Guck mal nach, wie viel Wasser die haben. Oh, sogar Pumper, da hast du dich damit beschäftigt, ne? Ja, das war echt easy. Ich muss die Pumpe reinbauen und Strom anschließen. Mehr braucht es nicht. Ja, ich weiß. Ne? Ist doch geil, oder? Nice, hast du jetzt ja, danke. Wir produzieren, by the way, viel zu viel Strom. Ich bräuchte nur die Hälfte davon. Ich habe einfach nur doppelt so viele gebaut, wie wir bräuchten. Hast du jetzt eigentlich auch mal T3-Bänder? Ja, ich habe von Kohlekraftwerk habe ich T3 ausgetauscht. Und guck mal ganz kurz, Konrad, ne? Komm mal kurz mit. Ey, ich sehe dich sogar gerade. Ein bisschen zumindest. Das heißt, ich lag doch nicht, oder? Doch nicht so. Ja, ich sehe dich ein bisschen. Hier, guck mal, diese beiden da oben auf dem Berg drauf, weißt du? Die beiden. Ja. Das geht durch dieses Förderband. Ich habe die ein bisschen übertaktet. Das war so ein Krampf, das auszurechnen gestern, ne? Digga, ich habe locker eine halbe Stunde das nur ausgerechnet. Ich habe ein paar Sachen noch untertaktet hier, damit wir ein bisschen Strom sparen. Und guck mal, durch dieses eine Eisending werden 3 Schmelzereien und ein Schmelzofen gespeist. Und jetzt gucken wir uns kurz, wie wir die Stahlbarren rausballern hier, Digga. Wie wir die rausschallern, Digga. Guck mal hier erstmal. Stahlrohre, dezent übervoll. Ja? Stahlrohre sind übervoll, das war bei mir auch so. Ich hatte so, weiß ich, geh so. Aber guck mal, die Stahlträger. Guck mal, die Stahlträger hier, die hier reinballern. Guck mal. Weißt du so, das war so Stahlrohre, ne? Mhm. Und ich gehe so 10 Minuten weg voll. So, also nicht 10 Minuten weg, aber ich gehe so, ich hab sowas noch was anderes gemacht, so voll. Ich komm so wieder so. Was? Ja, also du siehst, ich hab einiges geschafft. Und ich hab noch eine zweite Kohleader angeschlossen, die war nochmal 1000 Kilometer entfernt. 1000 Meter, oder 1200 oder so. Die habe ich nochmal angeschlossen, die ist noch nicht verbaut. Aktuell wird alles noch nicht. Ich habe das mal ausgerechnet. Unser aktuelle ich habe den Kohlemine auch auf T2 geupgradet, by the way. Wir verbrauchen prinzipiell, Moment, habe ich mir aufgeschrieben, 135 Kohle pro Minute durch unsere 3 Schmelzen. Und prinzipiell dann noch durch die Kohlekraftwerke. Eigentlich müssten 3 Kohlekraftwerke, oder nee, 6 Kohlekraftwerke, nee, 3. Ich weiß es nicht mehr, den Rest speisen. Aber irgendwie passiert ist, dass die Kohlekraftwerke komplett voll sind, permanent, obwohl ich irgendwie noch viel mehr gebaut habe. Und die Kohle steht wieder überall. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Beschwerst du dich? Nein. Absolut nicht, Bruder. Absolut nicht. Weil ich habe ein paar Sachen übertaktet. Hier zum Beispiel den hier. Siehst du, komm mal her. Ja. Den Kollegen habe ich nämlich so übertaktet, dass er 60,3 Stahlbarren pro Minute produziert. Und das halt, damit der hier, der Typ, der die Stahlbarren, Stahldings produziert hier, permanent was zu fressen hat. Und wenn du mal das Lager durchguckst, dann siehst du, wir haben ordentlich was produziert. Also ziemlich jeder Lagercontainer ist eigentlich voll hier. Also fast. Wir haben ein paar Statoren übrigens, ne? Ja. Auch fast 800 Stück. Ne, nochmal kurz zusammenstellen, jedenfalls auch für die Leute, die jetzt gestern nicht dabei waren. Schämt euch. By the way, ne? Ja. Das ist, ich hab grad so ein Flashback, ne? So wie ich mich gerade fühle, muss ich Noah einmal gefühlt haben. Nachdem ich ihm wieder alles gezeigt habe, was neu gemacht. Ich habe in diesem Projekt bis jetzt nichts gemacht. Außer Kohle verlegt, ein paar Mal gestorben, habe mir eine Sache wiedergeholt und habe Quarz geholt. Prinzipiell richtig, weil alles, jedes Fließband, jedes Kabel habe ich hier verlegt eigentlich. Also. Ja, ich glaube, du willst mich ja auch nicht dran lassen, weil sonst die Ordnung kaputt ist. Ja, das ist halt. Ich würde es gerne fürs nächste Mal so machen.
dass wir das ein bisschen anders regeln. Dass wir nämlich eine Ecke haben, wo wir alles produzieren. Dann machen wir nicht nur rein, dann mache ich eine Ecke, wo das produziert wird, eine Ecke, wo das produziert wird, weißt du? Und dann sehen wir nämlich direkt, okay, da wird das produziert, da wird das produziert, da wird das produziert. So ganz viele kleine Kästen immer. Das wäre nämlich geil. Das möchte ich nächstes Mal machen. Du könntest erstmal herausfinden, wie dieser Shop funktioniert. Ich wollte nämlich gestern ein paar Stahlträger kaufen für die T3-Bänder. Hat nicht funktioniert, ich weiß nicht wie. Aber ich habe uns für 10 Coupons einen Wagen gekauft. Der hat funktioniert, das weiß ich aber nicht, wo der Wagen hin ist. Was? Genius, ja. Ja. Juckt aber auch nicht groß. Aber was du vor allem noch machen könntest, wäre hier neue Kohle. Also, dass du zum Kohle-Ding hingehst, alles dahin mit T3-Bändern austauschst, den meine auf T2 upgradest. Und dann kann ich da neue Stahlproduktion reinballern für die drei Sachen, die wir für den Weltraumlift brauchen. Das Kohleband, das findest du schon, das geht da in der Richtung. Intelligente Beschichtung, brauche ich schwere Metallplatten und Rotoren für. Für Rotoren brauche ich nur Eisen, für schwere Dingens auch, ne? Versteckte Eisenplatten, ja. Da brauche ich im Prinzip 2 Anschlüsse und für die Rotoren brauche ich im Prinzip auch 2 Anschlüsse, also 4 Eisenanschlüsse dafür, um das ganze Ding zu maximieren. Jetzt brauche ich noch eine Eisenquelle und eine Dingsbumsquelle. Von Kalkstein. Kalksteinquelle haben wir direkt hier. Gesundheit. So. Das heißt, hier kommt erstmal ein wunderschöner Miner hin. Brauchen wir viel Stahlbeton? Soll ich das vielleicht noch ein bisschen übertakten später? Ja, wir brauchen sehr viel. Sehr viel? Soll ich das en masse produzieren? Bitte, ja. Okay. Wie du wünschst. Aber beschwer dich nicht, wenn du irgendwann an Stahlbeton erstickst und deshalb stirbst. Aber weißt du, was ich übersatisfying finde? Also was ich mit der satisfyingste, was wir von allem gemacht haben, finde ich, wie diese Kohlekraftwerke, wie das aufgebaut ist, wie die Kohle, wie die hier reingeht und alles perfekt verteilt ist und dann diese Wasserrohre, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist übersick. Wir können noch mehr anschließen, by the way, ne? Also hier vorne, wir haben noch hier einen sehr hohen. Ich hab so knapp gepasst und ich hatte noch 38. Ich hab grad 700 von diesen scheiß Stahlträgern verballert, ne? Ach du heilige Scheiße. Ja, ich hab auch noch 120 im Inventar, aber 130. Ich brauch jetzt. So. Erstmal ein MK2-Miner für Beton. Baum. Deine letzten Stunden sind gekommen. Wenn ich dich mal anvisieren könnte, wo ist deine Hitbox? Wo ist die Hitbox von dem Baum? Baumhitboxen sind das größte Mysterium in diesem. Hä? Okay. Absolut, Digga. Wie zur Hölle. Wärst du so die und würdest intelligente Beschichtung? Ja, bin ich dran. Erstmal mache ich gerade hier. Weißt du, da ich dir das jetzt einfach erspare, das zu automatisieren, ne? Was? Auch wenn du das jetzt irgendwann automatisierst, was ich brauche, okay. Ich crafte dieses. Boah, wie heißt der Scheiß? Ah, okay, das ist nächste sich. Verkabelung. Automatische Verkabelung. Craft jetzt aber von Hand. Oder? Okay, du bist weiter übel leise, ne? Machst du mich lauter mal? Ich hab dich auf 200%. Warte kurz. Fuck, ich sterbe. Also ich sterbe nicht, also ich sterbe psychisch, weil ich das hier verkackt habe gerade. Oh mein Gott, Leute. Gigasmart oder Gigasmart? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, fuck. Belastend. Weißt du, da ich jetzt keinen Bock mehr hab, packe ich dir jetzt kurz meine Faktor hin. Weil der Kollege mich die Schrauben produziert, der braucht nur 12,5, aber ich den Untertakt für 12,5. Das heißt, den Miner muss ich auch untertakten auf 12,5. Weil sonst verbrauchen wir viel zu viel Strom für den. So sparen wir Strom. Ich meine, jetzt nicht so, als wenn wir große Stromprobleme hier, weil. Ne? Ja. Bei modularen Rahmen. Ja. Irgendwie bei da, wo die stärksten Eisenplatten für modulare Rahmen, ne? Da klappt irgendwas nicht ganz.
Die 45 pro Minute, die sind nicht so richtig da. Ich guck mal. Der braucht 3 pro Minute. Und der produziert 5 pro Minute. Ja, aber guck mal. Aber es kommt keine Eisenplatten. Ja, ist sie. Ist sie. Ich glaube, das ist 45. Digga, lass es doch! Was ist denn ein bekacktes Problem? Was ist denn? Du schlägst mich! Nein, tu ich nicht, du warst schon auf meiner Range. Ja, Digga, du lagst auch die ganze Zeit rum bei mir. Hör einfach auf, bitte zu klicken, wenn du nicht klicken musst. Ich hab ADHS, wahrscheinlich höre ich auch klicken. Digga, irgendwann werde ich einfach so hart aus Versehen umbringen, ne? Ja. Ja, nee, es läuft eigentlich. Also, der soll 30 pro Minute produzieren. Ja, der braucht auch 45. Der braucht 45. Ja. Und der hier produziert, das ist der Kollege, der produziert 30, true, ja. Gut gesehen, gut gesehen. Wird übertaktet. Auf 45 pro Minute. Das Ding ist, das Eisen, nee, das ist ein Problem. Weil das wird nämlich hier gesplittet. Kriegt der Kollege genug Eisenerz, ist die Frage. Ja, der kriegt genug, oder? Bist du sicher? Ich weiß es nicht. I think. Also, das kommt hier sehr schleppend rein eigentlich. Was ich komisch finde, warum kommt das schleppend rein? So, jetzt 225% übertaktet. Ich habe fast keinen Übertakter mehr, ne?